Der Hand ist jetzt aber nicht so viel los. Wir haben Kravitz gegen Sebo. Werde ich verschlagen. Vorwärts zum König hoch. Drei Herz. Also jetzt mal mit Poker. Der schreibt im Chat, nur Ex-Karten, da ist wirklich nichts dabei. Ich glaube, da ist auch nicht viel Action zu erwarten. Außer Sebo macht die Action. Dann bringt hier die 3 und keine Veränderung. Guck mal, ob Sebo hier weiter bluffen will. Ja, was will ich denn bluffen? Ja, dein Treffer. Ich glaube, das ist spannend. Noch eine 9. Auswertungsstatistik. Mathematisch wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, jetzt geht es zum Check. Außer Kravitz will hier einen Bluff ausmachen. Wahrscheinlichkeit, wenn Spieler All-In gehen, beziehungsweise gecallt werden. Also wenn du in einem All-In involviert bist, wie hoch deine prozentuale Gewinnwahrscheinlichkeit im Schnitt ist oder war. Genau, ja, Sebo wollte noch mal ansetzen und Lenny mit dem Insta-Fold. Also, beste Hand gewinnt. Gar nicht viel los, hat sie nicht viel getan, aber Sebo gewinnt die nächste Hand. Und ich nutze mal die Gelegenheit und stoße sie an. Also, Grüßchen an den Chat, haben wir uns verdient. Nein, er hat doch geträumt, dass Gnabry den Alkohol, den Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme. Ja! Zum Wohle. Das ist der EV, was du meinst, also Expected Value. Genau, ja. Weil es wäre immer spannend zu sehen, wie viel hinter einer All-In-Call. Dann ist Weizen, kann er nicht schaden, nach der harten Arbeit. Genau, hast du dann bei EV, haben wir uns verdient heute, sage ich jetzt einfach mal. Oder 10% Gewinnwahrscheinlichkeit. Und weiter geht's mit Poker, Hand Nummer 18. Wir sind heute ziemlich schnell unterwegs, muss ich sagen. Eine Stunde, ja, knappe Stunde ist rum. Wir haben, glaube ich, kurz nach 8 angefangen. Zwei Orbits haben wir schon durch. Eigentlich schon ein bisschen mehr, also sehr guter Schnitt. Zwei Orbits pro Stunde mit unseren Stats-Pausen ist einfach ein Tempo für uns. Das könnte schwierig sein. Nee, das gibt's ja, aber ich glaube, das bei uns die Software-Pflegen ist schon schwierig. Ja, Heckenwitz schreibt es gerade, heute haben wir nicht so viel Zuschauer, liegt wahrscheinlich am guten Wetter und am Fußball. Ich glaube, da sind einfach alle unterwegs gerade. Ja, wir machen das ja für YouTube und da gibt es dann wie immer das Replay. Also lohnt sich immer zuzugucken. YouTube kommt ja auf alle Fälle. Jetzt haben wir doch in der Hand hier. Kravitz hier. Der wird auf unfassbare 3. Oh, oh, schlechte Nachrichten. Er lernt bei den Besten. Ja, also, so kann man ja auch was. Absolut. Er lernt ja von den Besten. Das machen hier am Tisch nicht alle. Also Kravitz mit dem ersten Race in zwei Episoden übergreifend. Hat noch nie geraced Preflop und erhielt jetzt hier auf 3 glatt und hat 7-2. Für alle, die es nicht wissen, wir haben ein Sidegame. 7-2 Offsuit, kriegt jeder 2 Big Blinds Prämie, wenn du damit die Hand gewinnst. Lenny hat es leider missverstanden, hat 7-2 suited gehabt und kriegt logischerweise keine Prämie. Schade, Lenny, schade, Banane. Aber du hast dir Respekt am Tisch verdient. Von daher war es ja auch was wert. Nee, aber schon geht auch schon. Sich ein Strumpf. Sich mal was erhöhen, ja. Erhöhen bringt doch. Das geht nicht mehr lang. Das ja, Kevin sagt sie mir ja auch, geht mal ein bisschen was da raus, erhöhen bringt oder was. Nur unterstützen. Lesen ist immer besser. Ein sehr sportlicher Sommer. Nein, ich habe schon geguckt. Ich muss ja hier mal gleich nachlesen. Auch mal verschauen, oder? Ah, super Vic hier mit dem Race. Er wollte nicht straddeln. Ein Race auf 25. Interessante Größe. Guck mal, wie Kevin hier einstuft. Kevin hat hier das richtige Geschwür. Vermarktungsrechte. Und da darf kein anderes Großereignis, sportliches Großereignis in Paris sein in dem Jahr. Deswegen muss die Tour de France. Wo endet es? Ich habe keine Ahnung. Nizza, glaube ich. Okay. Ich glaube, Nizza. Nizza ist cool. Hast du schöne Promenade und so. Check.
Komm hin, drüber, ich rette dich noch. Der Riesenpott. Super, so. Gewinnt hier den nächsten Riesenpott. Oh, ist so schlecht? Warst du so schlecht? Ja. Also scheinbar besser als die beiden Mitspieler. Ja, ja, ja. Da hat er schon ein bisschen geblutet. So, zu dem Weizen, muss jetzt auch noch was essen, weil bei dem ganzen Stress mit Stream und Arbeit und Mittagsschlaf habe ich gar nicht so Abend gegessen, ist mir aufgefallen. Ich habe in meiner Fahrradtasche aber noch ein Hafervoll Organic Flapjack, Banana and Brazil Nut. In England läuft der. Also super. Bio-Qualität, hervorragend. Veggie ist er auch noch. Ist das nicht mit Fleisch? Den werde ich jetzt gleich noch schon abonnieren. Pakistan und Indien. Muss ja auch mal irgendwann noch was essen, sonst also ich noch irgendwann um hier am Stream. Das will ja keiner. Kann sein, dass ich mich gleich mal kurz mute, dann müsst ihr mich hier nicht schmatzen hören. Aber wenn es natürlich wichtig und heiß wird am Tisch, dann schalte ich mich sofort wieder ein. Und ich glaube, in der Hand könnte auch ein bisschen was gehen. Bramaroon steigt mal wieder ein. Also wir haben leider keinen so großen Stack mehr. Aber das blüht auf alle Fälle, 75. Nach dem Straddle. Von Pocahontas kriegt hier einen Call von Kralitz, kriegt einen Call von Sebo. Sebo hier am Button, will er gerne weiterspielen. Das müsste man irgendwie einprogrammieren, dass dann also haben wir vier Spieler. Wieder mit den Zehnern gegen vier Spieler. Und das Board ist ihm aber ein bisschen günstiger als vorhin mit Astar und König, wo er nur Overcards gesehen hat. Aber theoretisch wäre das ein cooler Wert. Wenn ich wirklich sehen, der hat Glück, wenn er recht so. Mhm. Direkt wieder Hager rein, der noch Hot Size behind, dann spielt sich eigentlich von selbst die Carlos entlarvende. Die Carlos entlarvende Statistik wäre das, ja. Das ja, aber nervig wäre dann, wenn dann wirklich rauskommt, dass das gar nichts mit Glück zu tun hat. Wenn dann ich fände es wirklich mal spannend, wenn du überlegst, jetzt war es ein richtiger, ein falscher Move. Der Carlos hat es immer nur after Stream, im Stream selber. Also ja, endlich mal eine Hand hier für Maroon, ja. Nice Hand. Leider nicht, das heißt verschossen, ich habe gewonnen. Mhm. Ja, also spielt er hier richtig, macht er richtig. Preflop hätte er sogar ein bisschen mehr setzen können nach dem Straddle, aber macht er alles richtig. Nice Hand. Kann ich mit Kugeldeck behaupten? Nein. So hätte er sich auch hier. Und freut ihn offensichtlich auch, hat er sich verdient. Also finde ich auch gut, ist positiv. Grüßchen, Maroon. Und ich weiß gerade noch mal in diesen leckeren Hafer-Brasil. Nee, Mhm. Doch, könnt ihr alle, könnt ihr nicht so. Ich hab ja nicht so. Ich hab's nicht so. Schön lustig. Schön Banane. Schön Haarfrick. Finde ich gut. Hilft mir weiter. Und weiter geht's auch. Vor allem an Bayern. Oh, im Fußball ist offensichtlich gerade was gewesen. Nicht wundern. Bei uns läuft im Hintergrund The Zone ohne Tone natürlich. Aber kann sein, in heißen Momenten oder bei Großchancen, dass die Spieler sich nochmal kurz nachdenken. Heiße Momente oder Großchancen. Maroon back-to-back. Das dritte Mal, dass er heute die Chance hat. Gucken wir mal, wie er sie jetzt spielt. Pot von 15, 1,25. Wird er höher, interessant. Open Race, 1,25. Offsuit. 2 Jahre. Oh. Ja, was? Die mal gerade auf den Straddle nur auf 50 erhöht hat. Ja. 15 also, ob da ein System dahinter ist, weiß ich nicht. Wenn eins dahinter ist, müsste er mir das mal erklären. Was noch hinten dran? Super Weg hier mit dem Call. Das hat er sich hoffentlich gemerkt, dass Super Weg kein Spieler ist, der folgen will. Also, du bist dran. Oh, da kommt das Ass. Das ist schlecht hier für Maroon, aber Hot Control kann der Maroon. Schauen wir mal. Super Weg, donkt hier von vorne rein. Zwei kommen, dass ich alle gerettet habe. Er donkt all in, also das ist auch ein interessanter Move hier von Super Weg. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe, Super Weg donkt all in oder setzt Maroon von vorne all in, ist aber einfach ein dreifacher Pot, also macht er auch gar keinen Sinn, das Play.
Jetzt spielt er super weg, als wäre das ein Turnier. Komische Entscheidung hier von vorne, All-In zu gehen. Fast dreifacher Pot. Nein, entsorgt uns da die Hand. Das ist auch gut gespielt. Kannst du nichts machen, wenn das Board runterkommt und der Gegner da rein will. Einfach wegschmeißen und nächste Hand spielen. Macht er richtig. Auch wenn sie nicht gefällt oder keinen Spaß macht, muss man auch einfach mal entsorgen. Schön entsorgen so eine Hand. Ich war gerade so eine böse Nacht im Hals hängen geblieben. Jetzt trinkt man einen Schluck und schaltet den Schlag. Um. Das war die unsägliche, glückliche Sieg von Bayern. Ich habe gerne nicht. Ribéry eigentlich vom Platz hätte fest eingesehen irgendwie und hat jetzt alles gemacht. Da gab es noch nicht, aber die werden wohl nicht mehr für die Vergabe zugelassen, weil es so auf die Zahlung nicht rechtzeitig. Ja, die haben ja irgendwie so eine Garantie nicht gebracht. Da Milliarden eingenommen und nichts weitergegeben. Preis erhöht und dann nichts weitergegeben. Super. Kann nichts weitergeben, wenn wir noch im Soll sind. Wir haben noch kein Geld verdient. Laut den Zahlen haben die noch kein Geld verdient. Laut den Zahlen haben sie kein Geld verdient. Ja. Ah, echt? Die wollten so, jetzt, das auch die wollten, ja. Die haben die Preiserhöhung, die letzte Preiserhöhung, die sie gemacht haben, war, damit sie ins Schwarze kommen. So, Sebo hier mit der Erhöhung kriegt vier Corner. Ja, ich höre dir doch zu, Heckmann. Alles gut, wir sind doch beisammen. Ja, das ist auch zu recht. Board kommt runter, 10 hoch. Pocahontas floppt hier top her. Interessant. Super Weg auch. Da wird es noch mit dem Treffer. Also da werden ein paar Spieler weiterspielen auf alle Fälle. Da musst du jeden Kampf einzeln 100 Euro hinlegen. Um es im Fernsehen zu gucken. Nicht im Stadion. Oder im Arena. Aber wie heißt das dann? Tempo. Über welchen Preis hättest du dich denn da in Europa gefreut, wenn du ihn bekommen hättest? Ja, super Weg. 6% sogar nur. Ich glaube, noch andere Jungen draußen, der dritte Platz, glaube ich, ist Coaching. Über Coaching. Gravitz hier mit dem Call, wenn er einen Treffer hat. Ich weiß schon, dass du nicht den anderen hättest coachen dürfen. Und nicht dafür bezahlt worden wäre. Der ist ein Coach. Das hätte sich dann irgendwie rausgestellt. Sali, Jan, soll ich dir mal zeigen, wie man das Glück auf deiner Seite. Moment. Tatsächlich, aber ich glaube, das mit dem Turnier bei Ihnen, glaube ich, das wäre ganz gut gewesen. Glaube ich. Turnier bei Ihnen. Ach, für irgendein anderes Turnier war das gerne. In dem anderen Casino in Tschechien. 2,50. In Asch, oder wie heißt das Asch? Glaube ich. Also Kravitz hier deutlich spürbar interessiert an diesem Board. Superweg hat auch schon mal die Augenbrauen hochgezogen. Ja, aber die meisten Sachen. Ich glaube nicht, dass der Superweg hier folden wird. Dich hätte ich sehen wollen. Da hätte ich nur einmal gesagt, dass er heute spielen will und Spieldown ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier folden. Ich glaube eher, dass er hier jetzt wieder die Lage direkt wieder reinstellt. Normales, also für. Guckt sich schon um, ob es wieder Zeit ist für seinen Power-Move. Für das Finale, glaube ich, sogar. Ich will Finale. Also, nein, der foldet. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Superweg foldet. Hätte ich mit dem Walde hingehen können. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Was gab es noch so. Ah, die 6 ist eine Bayern, ziemliche ich, Blank. Bayern VIP-Tickets oder so. Okay. Leverkusen, check erstes Heimspiel gegen, was weiß ich, gegen die Mannschaft, die halt dann feststeht. Riecht hier den Piraten. Ja. Vielleicht. Wer auch immer dann quasi das Eröffnungsspiel macht. Und dann gab es Lenny geht hier all in. Pot war 12 ungefähr. Ja, Pot war ziemlich genau 12. Lisa 15,50 behind. Und sogar die bekommen einfach all in. Für den letzten. Hand signiert. Sorry, ich stand auf. Ja, 3%. Sorry. Sind doch wahrscheinlich die letzten Zehner, die noch drin waren. Der letzte Zehner. Ja. Den er noch hätte treffen können. Er hat schon gute Spiele gehabt, aber. Er hat sich gesteigert. Ne? Am Anfang fand ich es am Anfang aber sehr schwer, gerade reinzukommen. Also da foldet sie. Also gute Entscheidung. Ich sage, dass wir quasi
Welche Ahnung war das? Wäre hier für Berlin ein bisschen zu finden, der für die Ahnung war. Wir sind viel an das All-In. Wenn er hier 5, 6 sowas anspielt, halben Pot, dann würde die Pocahontas wahrscheinlich noch callen, so ein Brian Call raushauen, schmerzverzerrt. Alles andere wird dann schon spielen. All-In ist halt schon eine Ansage, vor allem. Wenn Gravitz hier am River anspielt. Also wäre schwierig gewesen. Heckenwitz schreibt gerade hier, wenn die 10 gekommen wäre, hätte Gravitz ja ein Full House gemacht. Ja, zu der nächsten Mal hätte Pocahontas dann auch ein Full House gemacht. Mittlerweile sich gut. Oh! Wahrscheinlich schon. Oh Gott! Ne? Also ich glaube, die 10 hätte der Pocahontas geholfen. Gravitz hier auf alle Fälle ambitioniert. Normal würde ich jetzt an Pocahontas Stelle River auch setzen, weil Gravitz so loose unterwegs ist und so viel auszahlt und so viel Coins. Dann kann man, glaube ich, schon den River nochmal getrost setzen. Triple Pot ist hier, glaube ich, eine gute Größe. Bet Fold am River, glaube ich, kann man schon machen. Naja, macht sie nicht, so kommt sie einfach günstig aus der Hand raus. Die haben doch von Pocahontas. Und beim Fußball geht es wohl auch ab, so wie es aussieht. Genau, Heckenwitz, kannst du mal schreiben, wie das Sound heute ist. Ich habe am Tischsound noch mal ein bisschen geschrieben. Ich hoffe, geschraubt. Geschrieben ist gut, geschraubt. Ich hoffe, dass der heute ein Ticken besser ist als das letzte Mal. Und beim Probeabhören hat sich aber alles ganz gut angehört. Guter Sound, sehr gut. Guter Mann, guter Zuschauer. Dankeschön. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Maroon hier am Big Blind mit dem kleinen Pocket. Kravitz limmt nur rein mit den Chickadees. Die können sie schon setzen, aber. Ja, das ist wichtig. Ja. So eine Hand, da werden alle dabei bleiben. Ja, ich meine, irgendjemand erhöht. Würden jemand erhöhen, natürlich. Pocahontas erhöht. Am Button 55 mit dem Suited Ass. Aber das finde ich aber auch viel zu klein, die Erhöhung hier nach den ganzen Limpern. Ich kann mich 80, 90 direkt erhöhen. Und schau mal das Feld ein bisschen ausdehnen. Mordbein auch noch dabei. Heckenwitz sagt: Hallo Heckmann, hahaha. Ist noch da. Ist Mordbein da runter? Links spielt Moskau. Rechts, dann gebe ich so. Also für keinen so richtig was dabei. Jetzt gucken noch ein Karo. So. Der Einzige, hier was hat. Ich meine, den Ball weg ist. Der scheint ja so ein bisschen ein Flash-Spezialist zu sein. Ihn ins Ausschauen. Den Gedanken. So. Ja. Spielt jetzt hier auch mal an. Weiß nicht, der zweite Ball hat er denn etwas anders gemacht. Der Schöpfer hat sich komisch gehüpft, glaube ich. Ja, das kommt vor. Im Anfall hat er mit schwarzen Karten. Der Ball geht in Richtung langes Eck. Eigentlich gehe ich ja nicht davon aus, dass der noch zu genau zu geht. Jetzt war der andere. Ich habe schon das Spiel getroffen. Ah, okay. Ich meine, eigentlich kann, war das jetzt nicht kommen. Ich finde auch, wenn er so hoppeln zurückverschwitzt. Das Karo hält, aber ich dachte, dass der hier weiterspielen wird. Oh, jetzt ist 2-7. Die beste Hand für ihn. Muss man nicht mal blöffen. Lenny Gravitz hier mit dem Lauf des Abends bisher. Ja, für den läuft es ganz gut. Nachdem er ja in der letzten Session sehr, sag mal, loose gespielt hat, alles gecallt hat, viel Glück gehabt hat auch, macht er heute einfach ein paar gute Hände und kriegt auch die Auszahlung damit und trifft aber auch ein paar gute Entscheidungen und hat sich heute oder nach der letzten Session so ein bisschen zu Herzen genommen, dass er auch selber ein bisschen aktiver setzen muss, weniger callen, mehr setzen. Und das setzt er auch ganz gut um. Oh, was ist denn das? Oh, Fußball? Was? Ja, du bist mal, der Mutti überschießen will, oder hochflanken, oder er wollte ihn hoch zurücklegen. Man merkt auch so leicht, dass der Sebo hier keine Körperzuckung hat, sondern dass er FC Bayern-Fan ist und deswegen so leicht. Deswegen läuft das Spiel ja auch hauptsächlich. Ne? Sebo, großer FCB-Fan, was auch immer ihn da geritten hat bei dieser Entscheidung, ist jetzt einfach Tatsache. Von daher drücken wir ihm mal die Daumen. Also ihm, nicht dem FCB. Ich drücke Sebo die Daumen, weil FCB, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Reden wir lieber über Poker. Und da geht schon mehr an Hand Nummer 24. Sebo mit dem Race und Supervic mit der 3-Bet. Wahrscheinlich schauen wir eigentlich Action gemacht, haben, wenn nicht. Ja, Supervic hat es auch ein bisschen fetter gemacht. Die sind schon ein bisschen deeper. Und hier noch 180 Blinds behind.
Placebo wahrscheinlich callen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der folgen wird. Was macht er auch? Wenn ich mal mache, dann machen wir Reflop. Zwei Spieler, Heads up. Wenn du sagst, was drin liegt, einfach alles. Heiler? So wie er? Stimmung. Ja, richtig, wenn man zwei ist, Judith, klar. Aber ich will auch, jetzt dann mit mehr machen. Er braucht die Zusatz 20 Cent gar nicht mal. Ganz lässig. Bin auch zufrieden mit dem, was drin ist. Ja, Conti Bet 2,25. Ja, da haben wir noch eine extra Regel. Eigentlich ist es offiziell egal. Also quasi einfach 7-2. So, was wir nehmen für die Amischer spielen. Also, sie wird floated hier, wie man sagt. Er callt hier ohne Treffer. Aber interessant. Aber wir haben dann halt das ist halt schon nochmal deutlich besser als die Suited. Man könnte ja schon auf jeden Fall nachsparen. Und Superweg bleibt auf dem Gaspedal. Und die zweite Bet, 4,50, erledigt den Job. Denk dran, also, der George gut gespielt hier von Superweg. So wie das Spiel. Nice Hand. So spielt man. Nice Hand. Der eine Schweizer gegen den hier. So, ich nutze mal die Gelegenheit und mache weiter mit unserer Spielervorstellung. Da habe ich ja vorhin aufgehört auf Seed Nummer 5. Momentan versteinert guckend auf den Fußballmonitor unser Vize-OG, Friday Night Member. Spielt mit seit eh und je. Okay. Endlich nicht mehr Vize, sondern Meister, das kann man laut sagen. Die Hard Leverkusen-Fan, endlich deutscher Meister geworden. Und Musikalmanach, wenn ihr Fragen zu Musik oder Schallplatten habt, Vize kennt jeden Interpreten. Jeden. Man könnte zu jedem Interpreten die Diskografie aufzählen und irgendeine Story erzählen, die du garantiert noch nicht gehört hast. Unfassbarer Typ. Ja, das weiß ich auch nicht. Neben ihm, gerade die Hand gewonnen, unser Spieler Super Vic auf der 6. Super Vic, Super Loose, habe ich schon in geistiger Voraussicht, in weiser Voraussicht eingetragen hier in unsere Vorschau. Ein echter Rheinländer. Ja, ne? Also hier zusammen mit dem Vize kommen wir beide aus der Ecke Köln. Coole Type, immer gern, mit dem kann man echt mal quackeln, wie Rheinländer halt so sind. Redet gerne übers Pokern, nicht nur über das Pokern, sondern über alle Dinge der Welt, wie Rheinländer halt so sind. Eckenwitz fragt im Chat, woher kommt denn der Superweg? Zu Franz auch ich glaube, aus Köln, ne? Bin mir aber nicht sicher, oder? Ne? Nee, also ich glaube, der die aus Köln. Den habe ich nicht. Würde mich jetzt wundern. Ich meine, so habe ich es abgespeichert. Weil er nicht wollte. Und dann hat aber die Köln und Leverkusen vertreten hier am Tisch, auch wenn es für Köln gerade nicht so gut läuft. Der Superweg ist aber SC-Fan. Hätte ich gedacht, wäre cool. Sei gesagt. Nee, geht jetzt erstmal essen danach. Und dann. So, der Hand, jetzt auch wieder nach ein bisschen Action aus, Silber mit dem Straddle, Vize eröffnet hier, Judith, Superweg mit dem Call, Kravitz mit dem Call und auch Silber bleibt dabei. Also endlich mal gute Hände. Jeder hat einen Zehner, Silber-Goes und dann war immer ein Promi dabei. Und der Block kommt runter, Ass, König 4. Und Kravitz wieder mit dem Flush-Draw. Also der hat es heute echt mit den Flush-Draws. Hat das Turnier dann einmal gewonnen, der was kann, oder? Ich habe keinen von denen, also ich habe nur beim einen noch gesehen. Check. Nee, jetzt nicht mehr. 1,75. Und ich habe sie nur beim Einlaufen gesehen und habe auch keinen von meinen Spielen. Ja, Vic spielt hier an. Er kennt die Schwäche der Gegner. Aber von wegen Banane. Das sieht man, erkennt die Schwäche hier. Karten kommen noch. Haut direkt mal einen oben drauf. Starkes Play hier von Sebo. Das hätte ich nicht erwartet. Nice Hand hier. Macht er richtig gut. Yeah. Nice Hand, Sebo. Richtig gut. Sollen wir mal eben Stats vergessen, oder? Ja, Stats vergessen. Die holen wir direkt nach. Also, starke Hand von Sebo. Zum Glück haben wir die noch angeguckt. Hat sich gelohnt. Unsere Stats nach drei Orbits. Kravitz hier führt das Tableau an. Fast drei Lagen vorne. Der Mann mit den starken Karten heute. Sebo, der Mann mit den starken Plays. Über zwei Lagen vorne. Pocahontas noch nach der Hand gegen Superweg. Noch leicht im Plus. Die hat aber wieder ein bisschen abgeschenkt. Ansonsten hat sich nicht allzu viel verändert bei den Spielern unten drunter. Da waren wir vorhin ungefähr gleich auf.
VPIP hat sich auch nicht allzu viel getan. Gravitz weiter um die 80. Sego, Victor, die wollen hier spielen. Der Rest wartet ab, wartet auf Hände. Kevin Fietzer, die tightesten Spieler heute. Ich glaube, die haben sich abgesprochen. Die spielen heute Hand in Hand, auch beim PSR. Kevin und Fietzer bei 8%. Also die haben sich bestimmt abgesprochen. Sebo und Maroon, die aktivsten Spieler Preflop, der Rest dümpelt so vor sich hin. Und die Winner super weg, gewinnt viele Pötte, aber auch leider nur die kleinen. Also das bringt ihn nicht wirklich weiter. Der Einzige, der noch keine Hand gewonnen hat, ist der Vize, aber der spielt auch keine Hand. Weiter geht's mit der Action. Ich gebe Signal an den Tisch. Weiter geht's. So, hier sehen wir noch Sebo. Die in der letzten Hand und sind noch gebannt, blickend auf den Fußballbildschirm, auf den großen Fernseher, wo der FCB spielt. Ich weiß gar nicht, wie es steht. Ich schätze mal 0-0, sonst hätte ich schon anders geschrien. Dortmund war gestern ein gutes Spiel, habe ich angeguckt. Fand ich jetzt persönlich gut. Fünfmal Latte, Alu, irgendwas von den Franzosen, habe ich dann auch nur gesagt. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Au revoir und ciao und so. Hat mir gefallen. Dortmund im Finale finde ich gut. Hand Nummer 26. Ich bin mal gespannt, ob wir die auch gut finden. Die aktive Fanszene sich einfallen lässt. Ja. Also der ST wird auch irgendwas machen. Ich werde frei gehen. Das steigt mit dem Race ein und das macht so gut hier. 8 Hitlines. Eigentlich können wir gerade die Choreo von Nils Petersen machen. Öfters, auch in niemand ist größer als der Verein. Aktiveren Runden, also auch in den anderen Livestreams, dass die Spieler einfach mit größeren Race-Sizes einsteigen, Pre-Flop, weil sowieso viel gecallt wird. Da kann man einfach die schwachen Hände noch mal ein bisschen bestrafen. Gecallt wird sowieso. Ja, und dann wirkt er immer alle erhöht. Ja. Okay, das ist immer das Beste. Man kriegt einfach schon mehr Geld rein mit seinen guten Händen. Von daher hat man gut gestört. Große Erhöhung zum Handflug-Pop. 6-3-6 mit 2 Kreuz. Also hat er den neuen Spieler wirklich eine Chance gegeben. Das ist auch anders. Sebo ist auch interessiert. Spielt hier direkt von vorne an. Halben Pott, dompt da rein. Alles, was ich nicht brauche. Und das nur mit dem Call. Ja, also ich meine, schöne Hand hier zu lesen. Ich sag jetzt mal, der quasi zu sagen, der Spieler Adamo, Adam, der passt nicht in unser System. Ja, gut, vielleicht ist das System vielleicht auch, kann man auch leicht anpassen, damit er reinpasst. Blank in Anführungszeichen. Das ist ja die Aufgabe von dem Trainer. Durch die Karte hier für Sebo. Wenn ihr nur zu lange bist, dann ja. Und weil ihm das ja nicht immer. Ja, ein guter Zeitpunkt. Ich fand auch diese Saison, fand ich das schwierig, so oft nicht gewechselt, auch spät raus, Spieler waren platt, muss Liga durften nicht kicken. Ja, wieder halber Pott hier von Sebo. Weißhoff war dauernd nur auf der Bank, irgendwie, er hat so top gespielt. Ja gut, Weißhoff war aber lange verletzt, das muss man fairerweise sagen. Weil das war für mich einer, der hatte eigentlich wieder gecallt. Er durfte auch nie spielen diese Saison. Ja, das ist das Geile, wenn du die Fans, wenn du guckst, potenzielle Wechsel- oder Verkaufskandidaten wegen nicht gebrachter Leistung und dann den Schiri da reinzunehmen, da denke ich, hä? Sebo geht hier all in. Wobei der ist sicher, also offiziell auch gesagt hat, jetzt hat Pocahontas die Entscheidung. Wir müssen halt schon gucken, nach so einer langen Verletzungspause kommt er wieder in diesen Spielfluss und so. Also ihr halt, okay. Ja, passt. Und wenn halt nicht, dann müssen sie wahrscheinlich eher ausleihen, ne? Also halt verkaufen. Ja, aber wen haben wir denn? Ich meine, der Röhl ist ja gerade in England. Ja, überall. Jeder Verein in England ist jetzt gerade Röhl. Aber sie, der ist auch für mich einer der Entdeckungen. Ja, aber den würde ich nicht verkaufen. Dann würde ich den Vertrag versuchen zu verlängern und uns verrecken. Und mit einer Ausstiegsklausel. Und dann würde ich mit dem für England für 60, 70 einfach, ja. Das Witzige ist ja, wenn der Röhl bei Frankfurt spielen würde, ich das Geld für den, dann wäre der nicht jetzt Markt mit 30 oder so. Und denkt über die Hand nach. Das ist das natürlich eine Entscheidung hier, wenn der Gegner all-in geht. Nee, oder dreimal zettelt. Ist die Frage, hält er hier die 6, hält er sie nicht? Er ist relativ hoch. Natürlich abwägen. Sebo aktiver Pokerspieler, kann man auch mit einbezieehen, die Überlegung. Also ordentlich auch mehr werden. Der auch gerne mal Bluff spielt. Zwei, die 8er, 9er, 10er. Weiß nicht, ob er die Ordnung spielen würde.
Nee, der darf nicht gehen. Der Junge ist so ein bisschen unscheinbar. Du hast bekommen. Als Dame so passiv weiter, Post-Flop. Und da fällt der Junge jetzt für Sibo erstmal raus. Das würde wieder dafür sprechen, dass er vielleicht auch mal 10er, 9er, 8er hält. Und die hatten, da gab es keine Warteschlange, nichts, konnte ich einfach raus. Gibt es natürlich viele. Gibt aber auch viele Connectors, die hier Trips haben. 5, 6, 6, 7, 6, 8. Ja, oh, der Traum hat sich nicht überspannt. Überlegt und gecallt. Ja. Nice Call hier. Oh, so lang. Nicht einfach hier der Call. Sebo hat offensichtlich hier ein gutes Image und stellt Pocahontas hier vor die Entscheidung. Um den ganzen Stack zu spielen. Ich habe gehebelt, verstanden? 15. Muss auch erstmal durchschnaufen und Pocahontas ist jetzt wieder ein bisschen entspannter. Also macht sich hier einen guten Call am River. Ja, muss man einfach mal neidlos anerkennen. Muss auch erstmal machen. Gegner halt bettet dreimal in dich rein. Dreimal halben oder zweimal halben Pot und dann am River schätzt er dich all in. Ist natürlich eine starke Line hier von Sebo und hat auch den Effekt. Dabei habe ich so freundlich gelächelt, als er den Auftritt betreten. Scholloi hat dir nur noch ein Jahr gebeten. Ja, so, Lisa sprechen es gerade auch nochmal durch. Ihre Gestik, ihre Mimik während der Hand. Also, nice Hand hier von Pocahontas. Hast du gut gespielt, wenn du es nicht dir anguckst. Sebo, hast du auch gut gespielt. Das ist ja das Verrückte am Poker. Ne? Also, können beide gut spielen, aber einer kann gewinnen. So ist es. Wahnsinn, zwei Zeit, mal wieder. Könnt ihr euch merken, Heckenwitz, wenn du spielen willst, ich kann das. Weiter geht's. Er sagt Halbzeit. Das war nur die Verletzungs- Unterbrechen der Gnabri war. Ah, was? Da bin ich gerade hört. Ja, ja, sorry. River, you're a friend. Ja. So, und ich glaube, in der Hand ist nicht allzu viel Action los. Dann würde ich mal ganz kurz den Stream laufen lassen und die einmal kurz austreten. Bis gleich. Jetzt hat sie 100% EV-Cup gemacht. Victor, jetzt hat sie 100% EV-Cup. Den war ja am River. River hat er ja auch nicht gesetzt, musste noch kurz 200. Ja, nein, ich rede aber jetzt so, dieser, ja gut, da war es, klar. Wenn jetzt er gewonnen hätte, hätte er quasi 0% wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob er sehen wird. Nee, das passt. Ja. 30 Call. Du hast das vorher nicht gemacht. So, okay. Doch, da habe ich auch. Ja, da habe ich auch nachgedacht. Und da hast eigentlich eine komplette Fehlentscheidung getroffen, für die du zwar belohnt wurdest. Lisa, 240. Auf gar keinen Fall. Also, das ist geil. Das Statement an dem vorherigen Call. Call Fishing. Boat. Boat. So, jetzt bin ich wieder zurück und sehe, hier ist Action am Start. Kevin gegen Fischi. Fischi hier mit der Bet. Kevin mit dem Call. Turn in die 7. Natürlich super Karte hier bei Kevin, so wie es aussieht. Gucken wir, ob der Fischi hier weiter betten will. Preflop Action habe ich leider nicht mitbekommen. Mann, wäre besser. Will hier wohl eine starke Hand repräsentieren, hat aber auch gar keinen Stack mehr hinten dran, so wie es aussieht. Nur noch 4 hinten dran. Ja, und Kevin versteinert in seiner Pose.
das war jetzt ein Gedanke wichtig. Der Poker Rock. Ja, wobei Poker Rock ja eigentlich der Ausdruck für einen Spieler ist, der sich nicht bewegt, also pokertechnisch nicht bewegt. Der also quasi gar keine Hand spielt und keinen Aktionsradius hat, ist er der Kevin White von entfernt. Aber heute spielt er serious. Sag mal, ernsten Bandagen. Fischer kriegt jetzt hier natürlich super Odds. Hier für 16. Dann hat er 2 mehr am Stack, 2,50 mehr am Stack. 4 für 16, also 1 zu 4 kriegt er super Odds, aber hat halt leider keine Odds und überhaupt gar keine Chancen. Kann er nur auf den Splitpot drawn. Also die sind halt schwer, ne? Die sind ja halt viel schwerer als ein normales Mal. Was? Macht den Call. 9er. Macht den Call. Ass hoch. Also ich bin entsetzt. Fischi hier mit dem Call. Die 9 ist 33 Schritte. Mit dem Verzweiflungscall? Was, was war das denn? Also heute ist der Abend der, der Crazy Calls. Fischi macht hier noch sein Pferdchen am River. Aber da waren die Odds wohl zu verlockend und er hat dem Kevin wohl hier auch nicht viel gegeben. Da dachte er, ja, die Wurst call ich und Kevin zieht den Pot. Also, ist das der erste Pot, den der Kevin macht? Ich glaube nicht. Auf alle Fälle macht er hier ein nice Hand, Kevin. So spielt man Poker. Holt das Maximum raus und Fischi wird sich denken: I just don't fold. It's so boring to fold. So I decided, no more fold. Ich glaube, das war die grundsätzliche Entscheidung für den Fischi. Also, nice Hand hier von Kevin. Ich mache mal weiter mit unserer Spielervorstellung. Da bin ich ein bisschen aufgehalten worden oder hab's vergessen. Wir machen weiter mit Seed Nummer 6. Halt, den hatten wir schon. Super big, super loose. Wir machen direkt weiter mit Seed Nummer 7. Entspannt zurückgelehnt. Unsere Pocahontas, OG, Friday Night Lady. Also die spielt schon seit Ewigkeiten mit. Gute Laune habe. Stammt noch von Kevin der Spruch. Lisa ist eigentlich immer gut drauf, immer für einen Lacher zu haben am Tisch. Unsere Weltranglisten erste aus Season 1, also unsere große Gewinnerin der ersten 12 Episoden. Performt auch ganz stark in Season 2, habt ihr ja gesehen. Also die großen Pötte, sie schreckt nicht davor zurück. Die großen Calls, die großen Pötte, das ist genau ihr Ding. Und dementsprechend ist sie wieder gut unterwegs bei uns im Ranking. Das Problem ist halt, dass wir nie... So, also 25 Straddle. Weiter geht's. Gontas mit dem Straddle. Er heizt auch immer die Action an. Kann man irgendwie abschalten. Ich wollte mal sehen, wie ein Kind ist. Wie gesagt, ob wir das im System funktioniert. Ach, ich glaube, da hat in seinem Leben genug Schmerzen. Kann man jetzt so oder so verstehen. Ja, ja. Wenn ich sage, berufsbedingt, dann stimmt es noch. Da haben wir es doch, der gelaune Hase. Also beim Thema Fußball ausgelassene Stimmung am Tisch. Ballspieler. Ass, Dame, so, Junge, Fischi, das Board runter. Fischi und seine Schwänze. Interessanter Flop. Er hat ihm Chips übergereicht, die aus dem Schwanz. Also, da wollte auch mal einen Schwanz sehen. Was dabei? Ich habe schon genug Schwänze gesehen. Du sagst gerade, mal gucken, ob man das aus dem Film rausschneiden kann, da wird nichts rausgeschnitten. Einmal ohne Schwanz. 60. Ja, da komm schon mal raus. Neuer Spitzname. Oh ja, jetzt kommt schon das erste Kommentar mal ab. Durchsage, da wird nichts geschnitten. Aber beschnitten. Fischi mit Bild. Beschnitten, oh
nein. Oh, das ist auch okay. Schon viele Schwänze. Kornas kriegt hier zwei Caller. Ja. Und der König macht den Skorpion. Auf Nachbildung. Ja, ist ja interessant. Er checkt aber nur. Oh ja, stimmt. Auch berufsbedingt mehr oder weniger. Berufsbedingt. Gleich kommt diese Sendung. Fischi. Sogar hobbymäßig. Das ist schon von vornherein. Ja, die muss ich erst mal beruhigen jetzt nach der Lachattacke gerade. Ja. Offensichtlich. Aber das sollen sich im Stream nochmal Gedanken machen, was da. Da müssen wir durch. Weil ich nur auch mal im Stream. Heckenwitz sagt, Hanni. Ja, den Check von Superweg. Ja, 3-5. Ja. Er denkt hier vielleicht, dass Gorant das nochmal weiter anspielen wird. Ich bin in der Hand. Ich krieg hier kurz eine Anfrage von der Seite. Ich mache mich mal kurz aus. Sekunde. Fällt mir gerade so ein. Ich will nichts. Du willst nichts? Aber das will ich. Lakritz wieder? Ja, klar. Müsst ihr noch offene Tüte an? Genau, da muss man immer noch offen. Einmal neu. Lakritz schnecken. Boah. Da ist eine zu. Und da muss man auch offen. Doch, das. Das ist ein Race. Okay, also Pocahontas hier mit der Bet, Kravitz mit dem Call und Superweg jetzt mit dem Check-Raise. Interessant. Danke. Kravitz? Oh Gott. Nee, danke. Genau. Bringst du mir was mit? Bitte. Ein silbernes Waldhaus. Mighty, Gruß richtig Ausgleich nach der Hand. Ja. Silbernes Waldhaus. Vom BD, was ist denn der BD? Silbernes Waldhaus geht auf. Ist das euer Fußballclub? Oder? Okay, okay. Ach, blau-weiß, genau, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal gesagt. Ne? Danke. Vielleicht schaffe ich es mal wieder, den ganzen Stream nicht einmal aufzuschreiben. So, Pocahontas jetzt mit der Entscheidung. Das ist alkoholfrei. Ja. Lenny. Zwei. Ah, Sterne. Ja. Jetzt kannst du die richtige Entscheidung treffen. Wieder aussacken. Nee, er foldet richtige Entscheidung hier von Danny. Zeig mal, was die letzte Karte ist. Du brauchst noch eine. Das wäre deine Karte gewesen, ne? Ich hab König wäre gekommen am River. Ja, ich hab's mir gedacht. Hast du. Nee, ich und Superweg zeigt hier den Winner. Ja. Nice Hand hier von Victor. Also, war's Check Race vielleicht doch nicht so schlecht? Also, ich hätte es selber. Ich schreibe jetzt mal ganz kurz hier den Check, den Gruß an Lenny. Gruß an Lenny von Mighty. Und vom BD. Ja. Durchsage, Gruß an Lenny von Mighty und vom BW. Von wem am BW? Ach, und zurück. Nice. Ja, also, er hat's gecheckt, offensichtlich. Aber bei dem Gribber also, hat er gecheckt. Gruß ist rausgegangen. Genau, und für alle, die sich fragen, was der Sebo denn da anhat, hat er mir gerade extra nochmal gesagt. Ich sollte es nochmal erwähnen. Sebo hier links in unserem schönen Polyester-Jogger, er sagt, hat er extra für den Stream eingezogen. Ist ein Träumchen, der schwitzt so hart in diesem Polyester-Anzug. Der hat so einfach eine Plastikzüge überstreifen können. Will er nochmal für den Chat und fürs Refill nochmal festgehalten wissen. Voller Einsatz, Sonnenbrille ist okay, ist cool, aber der Jogger ist wirklich Härtetest, ist so, wie heißen diese, Sweatsuit heißt es doch für diesen Fitness-Gurus, ne, wenn sie so Schweißanzüge haben, ich glaube, so ist der Sebo, ich hoffe, am Tisch hält sich dann auch mit der Schweißbelästigung für die Nebenmänner. Der Sebo würde es begrüßen, wenn es ein rotes Lämpchen gäbe, welche Kamera gerade läuft. Das ist da in Planung. Wahrscheinlich meine, hat mich ja gefragt. Genau, also Sebo sagt es gerade, die Spieler wissen als nicht genau, wo sie hingucken müssen. Die wollen gerne so eine rote Leuchte haben, so eine Kameraleuchte. Ist auch geplant, in einem der nächsten Updates kommt es, muss ich aber erst bauen. Also Sebo, wenn du das Visual guckst, ist auf der Liste, ist auch relativ weit oben in der Priorität, aber ich bräuchte dafür einen 3D-Drucker. Also wer einen 3D-Drucker übrig hat und das Projekt unterstützen will, meldet euch, ich bräuchte einen 3D-Drucker. Guck mal, erst mal die Hand an. Nee. Check. Okay, ich puff's. Läuft? Ich hab nur auf das Spiel eigentlich jetzt getippt hier. T0 wird ja, schwer. Jetzt schreibt dann noch die Kinderkamera. Ja, wir brauchen noch so ein Kamerakind, genau. T0 ist ein Bier. Für wen? So heißt Heckmann. So, Hand Nummer 29. Jetzt gucken wir uns mal wieder die Poker-Action hier an. Vier Spieler. Auch noch Karten.
Haufen Gemüse, kein Race und nichts. Ja, aber der Action-Spieler, der Vize, den brauchst du nur einladen. Stimmt, Vize, was ist eigentlich heute mit dir los? Da läuft ja gar nichts zusammen. Achtung, Achtung, Gruß an den Tisch von Heckenwitz. Heckenwitz. Ah, Heckenwitz, servus. C0 ist ein Bier. Hier, Isa, da. Boah, ja, doch Kevin hat's gecheckt. Genau, also Gruß kam an, Heckenwitz. Check. Ab in die Mülltonne. Beim Weg. Check. So, in der Hand ist ja wirklich brutale Action, muss ich jetzt gerade mal sagen. Hand Nummer 29, kann jetzt mal irgendjemand was setzen? Ist ja, also die auch schwer anzugucken jetzt hier. Ja, also das setzt ihr? Ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt hier... Vier Leute so, ja. Ja, ich hier so eine Figur dann in die Hand. Bevor das jetzt hier eine völlige Lächerlichkeit abgleitet, dann muss ich noch was setzen. Der Zug ist abgefahren. Lisa, erkennt ihr, was jetzt einfach mal irgendwie Action gefragt ist in diesem Pott? Vielen Dank, Lisa. Macht's so gut. Nice Hands. Nice Hands. Und das ist dann für jeden, Okay. Fürs Gut. Wir schauen uns mal Speed 8 an. Der fehlt mir nämlich noch hier in der Spielervorstellung. Und das ist unser OG Friday Night Member Fishy. Poker Capone. Man sieht es im Bild. Gut. Spielt gerne kleine Asse. Habe ich ja schon erwähnt. Und Pockets werden erhöht mit Doppelausrufezeichen. Also Fishy ist einer, der raced gerne Preflop, wenn er das Pärchen hat. War zumindest mal meine Beobachtung. Und packt auch gerne mal einen Flirt aus. Ist auch so ein bisschen am Haaren. Die letzten Sessions liefen nicht ganz so gut mit ihm. Ja, so ein bisschen Auszahlen, guter Hände gewesen. Aber immer gern gesehen am Tisch. Langjähriger Member hier von unserer Pokerrunde. Pokerfisch. So, nach diesem Wahnsinns-Pokerpot in Höhe von 40 Cent machen wir doch jetzt mal auf eine richtige Frage. Mit dem Pocket-Pair direkt dran. Kleines Open-Race von Kevin. Nicht größeres gewohnt von ihm. Sebo Call, Superfick auch mit dem Pocket am Button. Und Pocahontas mit dem Pocket. Also da könnte doch jetzt was zusammengehen. Isa! Das ist Wasser. Schnäppchen. Fischi gibt natürlich jetzt riesen Odds, voltet hier einmal, konsequent. Weil wir jetzt kennt den Fold-Button eigentlich nur vom Sehen, nicht vom Nutzen. Und daher callt er hier auch. Würde Kevin natürlich freuen, dass er hier vier Caller kriegt mit den Queens. Also, ganz viel Spaß, Kevin, bei diesem Flop. Mit 10-4, das willst du sehen, mit Queens. Ja, zumindest war eine Overcard. Die kann er ja auch noch repräsentieren. Also macht er hier auch kleine Contribet, 80. Ja, in dem Fall kann das auch funktionieren. Das wird den ganzen Pockets nicht gefallen. Superweg bleibt dabei hier. Der Non-Believer. Also hat er das Feld doch mal schön ausgedünnt hier. Turn ist noch eine 10. Wird ein Kevin hier eigentlich auch ganz gut gefallen, die Karte. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner keine 10 hält. Das ist eigentlich eine gute Karte hier, um weiter zu feuern. Auch wieder eine kleine Bet von Kevin. Und solange der Gegner nur callt, ist alles in Ordnung. Ist auch hier der Fall. Und die 4 ist eine super Karte von Kevin. Im King ist von auszugehen, dass Superweg hier vielleicht Action gemacht hätte. Von daher kann er sich hier eigentlich ganz gut fühlen in der Hand. Und jetzt am lieber nochmal so einen Mittelkurs setzen. Einen halben Pot würde ich jetzt setzen. Boah, stark. Oh ja, ich hab jetzt. Alternative wäre ein Check Call, wenn er denkt, dass der Superweg hier der Nullbar bluffen wird. Und das macht der Kevin auch. Queens, oh ne. Nee, aber der Superweg will nicht setzen. Also wäre es vielleicht doch besser gewesen, hier zu setzen. Ich denke mal, Gedankengang wird hier wahrscheinlich können so gewesen sein. Ich lasse den Superweg setzen und call dann. Ich glaube, der Kevin wusste ganz gut, wo er in der Hand ist, nachdem der Superweg hier zweimal nur gecallt hat.
Eben, wir haben einen Königreffer nicht Action gemacht. Ja, ich hätte es ja auch nicht. Habt ihr gehört, ne? Von daher dachte er eigentlich, dass der Superweg vielleicht tatsächlich nur einen Karo-Draw hatte und wollte den eben setzen lassen. Also man merkt, der Kevin überlegt sich ein bisschen was beim Poker. Ob es immer die richtigen Überlegungen sind, ist natürlich eine Sichtsache. Aber auf alle Fälle ein nice Hand hier von Kevin, muss ich einfach mal sagen. Macht er gut. Und gibt er hier nochmal extra Lob von dem Moderator. So, bei mir setzt auch so eine langsame, so eine leichte Heiserkeit ein. Also 2 Stunden babbeln. Wir haben 3 Strategien hier. Quasi von hier nach hier ist nicht doppelt. Wir haben jetzt schon 20. Ich habe einfach mal gesagt, wenn es einfach ist. So, alles. Oh, jetzt noch 4. Call bei dir? Ja. Oh, Kevin. Jetzt callt so schlecht. Check die Hände, die du wegschmeißt. So, check nicht die Option. Jeder geht 25. Schön, Bottom drauf. Lenny? Ja, interessantes Board. Oh, Bravo. Also, vielleicht sofort die Chance. Du und dieser Fiese ist halt an. Nicht so richtig mit. Board. Also, falsche Karte, falsche Taste gerade. Gespielt. Jetzt wird hier gerade hier 2-4. Hier war eben 2-4. Premium halt bei mir. Weil die ja fast connected sind. Und die waren fast suited. Ja, das Board. Und fast connected. Lenny spricht. Okay. Soll ich draußen stehen? Ja, fast suited. Ja, die sind jetzt kälter. Ja, ich auch. Karo und Herz. Total auf. Bei dir ist krass. Du war krasser als bei uns. Ja, ja, ist von der Höhe her. Mhm. Guck mal, ob Sebo hier noch eine zweite Bett in der Küche hat. Das ist gleiche, weil das aber das oben im zweiten OG viel, viel mehr als unten im ersten. Ja, und wie hat er eigentlich? Für die ganze Straße. Hier glatt. Jedes Handy, Telefon. Und das ist dem Gravel zu heiß. Sebo blufft hier mit der besten Hand, vermeintlich. Vermeintlicher Bluff. Nice Hand hier von Sebo. Gut gespielt, solides Poker hier. So, jetzt haben wir noch einen, den haben wir noch nicht vorgestellt. Und das mache ich an der Stelle mal. Unseren Dealer, das Dealer-Tentakel Cash in Bar auf Seed Nummer 9. Braucht eigentlich keine Vorstellung. Der Veranstalter, der Ausrichter, OG Friday Night. Allein schon deswegen OG, weil die Friday Night Runde ja auf ihn und sein Wohnzimmer wird gegründet. Kevin hat es reingeschrieben, trotz erdrückender Beweislage nur angeblich die größte Luckbox. Also es gibt, glaube ich, keinen Spieler, wo mehr Leute davon ausgehen, dass er eine Luckbox ist. Der Einzige, der nicht denkt, dass er eine Luckbox ist oder sei, ist er selber. Also in großen Pötten. Wenn es reingeht, wenn mehrfach gewählt wird, gibt es subjektiv, objektiv, spekulativ niemanden, der öfter die Luckbox gewinnt als Cash in Bar. Also als Gegner immer gefürchtet im Pokern. Also der will große Pötte spielen, der spielt große Pötte. Taffer Gegner, aber für uns Pokerrunde einfach der mit der Gründervater. Und weiter geht die wilde Fahrt. Hand Nummer 32. Eine Hand vor der Setzpause. Auch wieder nur Gemüse unterwegs. Also ich glaube, die einzige Gemüsekiste im Abo, die hier wieder ausgeteilt wurde an die Spieler. Aber der Flop und der Turn bestätigen das einfach. Ich bin mal gespannt, ob jemand sich ein Herz fasst. Kevin erkennt das hier natürlich als aufmerksamer Pokerspieler und setzt hier an. Er spielt ja fast Pot-Size. Und gucken mal, ob irgendjemand noch irgendwie die Muße hat, hier weiter Chips und Moneys zu investieren. Aber ich glaube nicht. Maroon hat schon abgeschlossen mit der Hand und mit dem Pokerabend hoffentlich nicht. Der liegt schon im Stuhl und Kevin zeigt hier 2-4. Nice Hand, Kevin. 2-4, da ist es. Also, so spielt man Poker. Ich habe ja auch lange mitgespielt. Endlich mal irgendwie von Aggression. So, ich habe es angekündigt und ich werde es auch umsetzen. Wir schauen uns die Stats an.
Drei Orbits sind gespielt. Nee, Quatsch, was rede ich denn? Vier Orbits sind gespielt. Also, da sind die Stats für euch. Kravitz weiter auf der Nummer 1 mit zwei Lagen im Plus. Pocahontas nach dem toughen Call gegen Sebo. Wieder mit Asyume. Asyume scheint die Hand zu sein von Pocahontas. Auch zwei Lagen im Plus. Sebo noch eine Lage im Plus. Kevin jetzt langsam wieder in die Gewinnzone gerutscht. Maroon, der dümpelt so im Minusbereich rum. Da geht nicht viel hoch, da geht nicht viel runter. Vize auch eine Lage unter Null, kann man sagen. Und der ist konstant wie Bayer Leverkusen in der Tabelle. Einfach eine Linie, so wenn du das so den Spielteilsverlauf siehst, so ist auch sein Kugelgraf. Superweg hat sich ein bisschen stabilisiert nach seinem wirklich furiosen Anfang. Fischi auch stabil, aber leider in den roten Zahlen, jetzt nach der Hand gegen Kevin, jetzt zwei Lagen im Minus, aber nichts, was irgendwie entscheidend ist, zwei Lagen sind nichts im Cash-Game. PFR, VPIP, Kravitz fast 85%, Sebo Superweg um die 60% hatten wir ja schon und der Rest ein bisschen verhaltener. Kevin und Vize wirklich unsere passivsten Spieler. PFR, der erhöht am meisten Preflop, da haben wir immer noch Sebo, der macht hier am meisten Action und erstaunlicherweise Maroon, wenn er raced, dann, wenn er spielt, dann raced er Preflop, dementsprechend ist er hier auch weit vorne und Vize, Superweg und Kravitz erhöhen fast gar nicht, Fischi auch noch unter 10%, da geht also noch mehr. Winrate haben wir hier Kevin stabil heute, Vize 0%, aber der spielt halt auch 0%, dann kann er auch keine Hand gewinnen oder verlieren. Weiter geht's. Da sehen wir nochmal Kevin. Ist er kurz am Datteln? Hört er hoffentlich gleich auf. Der Dealer kriegt grünes Licht und die nächste Hand wird gedealt. Bei mir sind jetzt gerade noch die Raucher, Raucherinnen. Die eine raucht ja gar nicht. Fischi raucht und Pocahontas. Guckt nur, das heißt, die sind raus aus der Hand, weil die sehen ja jetzt die Karten hier. Genau, aber die schauen mir mal kurz über die Schulter. Also wird nicht weiter gespielt. Fischi hätte auf alle Fälle Jungen gehabt, so viel kann ich sagen. Zwei Jungen sogar. Oh, naja, gut. Das Gute ist ja, wer die Hand nicht spielt, kann die Hand nicht verlieren, Fischi. Von daher, die Jungen kann man auch nur falsch spielen. Von daher, alles richtig gemacht. Überall, was man hat, das hat man. Oder was man nicht hat.